Servus, hallo und willkommen zurück zu Chaos auf Deponia, Part 24. Im letzten Part sind wir als Zukunftsrufus quasi unserem Vergangenheitsrufus begegnet hier und müssen jetzt natürlich die Antworten geben, die wir schon gehört haben. Ach, wie wäre das praktisch, wenn jemand die Folge aufgenommen hätte und einfach hätte kurz hineinspickeln können. Weißt du? Du bist sogar noch viel hässlicher als ich. Ha, jetzt hast du dich verraten. Mir wären bestimmt viel lässigere Antworten darauf eingefallen. Sind mir auch. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Ausrede. Zukünftiges Ich? So ein Unsinn. Du kapierst es nicht, oder? War ich denn wirklich so behämmert in der Vergangenheit? Gib dir keine Mühe, Cletus. Ich bin nicht Cletus. Ich komme aus der Zukunft, du. Auflaufmodell. Auflaufmodell. Du nennst mich Auflaufmodell? Ja, weil du eins bist. Ein dummes, zurückgebliebenes Auflaufmodell. Ich möchte einen Beweis. Meinetwegen, wenn du dann endlich Ruhe gibst. Ein einfacher Test wird zeigen, dass du nichts weiter bist als ein aufgeblasenes Großmaul. Oder du. Genau. Also, woran denke ich gerade? Oh, warte. Ich erinnere mich. Du denkst an... So, an den Ballettunterricht, an... Das Problem ist, jetzt kommt der Witz an der ganzen Sache. Ich habe ja eigentlich den Ausschlag angetippt, aber gesagt hat er damals Zwiebelzubel. Zwiebelzubel. Voll daneben, du Niete. Zwiebelzubel, das ergibt ja nicht mal einen Sinn. Ich wusste gleich, dass du ein Betrüger bist. Bin ich nicht. Ich musste das sagen, um kein Zeitparadoxon zu erzeugen. Genau. Gib doch einfach zu, dass ich dich besiegt habe. Wieso? Woran hast du denn gedacht, wenn nicht an Zwiebelzubel? Nun ja, Zukunfts-Ich, alte Socke. Ja, das ist ja eine Überraschung. Da bist du ja. Sag ich doch. Können wir jetzt endlich weitermachen? Du musst da rein und Goal befreien. Sie ist also tatsächlich da drin? Geht's ihr gut? Keine Panik. Wink und Nod sind außer Gefecht gesetzt. Wie jetzt? Du hast sie ganz alleine überwältigt? Ein Klacks. Du scheinst tatsächlich ich zu sein. Wie hast du das angestellt? Das, findest du schon noch raus. Ich werde mich derweil um die Rebellen kümmern. Boah, ist das etwa eine Knarre? Nein, das ist ein Bananenschälgerät. Natürlich ist das eine Knarre. Darf ich auch mal? Nicht jetzt. Du musst in das Labor und Goal befreien. Schon vergessen? Ich will aber die Knarre. Können wir das nicht irgendwie vorspulen? Na gut, dann befreie ich Goal halt. Bestimmt mache ich das viel lässiger als du. Die ist hinterher viel freier als bei dir. Mach's bitte genauso lässig wie ich. Sonst löse ich mich auf. Das ist ganz schön schmerzhaft, weißt du? Recht so. Rufus. Ja, ja. Schon klar, du Spielverderber. Aber danach bekomme ich die Knarre, richtig? Ja, doch. Durch das Portal. Ah ja. Und beeil dich. Hier schlägt es gleich zur vollen Stunde. Dann stürmen die Rebellen die Praxis. Alles klar. Was für ein Held. Aus mir wird ja noch was. Puh, für ein Trottel. Für wen hält er sich eigentlich? Aber nun zurück zur Mission. Es kann jeden Augenblick zur vollen Stunde schlagen. Und dann bin ich bereit. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein wenig Geduld. Und darin bin ich unschlagbar. Geduld. Ich warte lieber, bis sie reinkommen. Und das passiert, sobald die Uhr die volle Stunde geschlagen hat. Was ja nicht mehr allzu lang dauern sollte. Ach so. Was ja nicht mehr allzu lange dauern sollte. Verdammt, die Zeit hat ja offenbar gar kein Gefühl für Timing. Wir spielen einfach mal die Zeit. So, das reicht jetzt aber. Schlag endlich. Na los, schlag endlich. Aua. Hast du das auch gehört? Die Uhr schlägt zur vollen Stunde. Und mitten auf die 12. Ja,
Zeit für deinen Auftritt, Galle. Muss das wirklich sein? Jetzt stell dich nicht so an. Sonst gewinnst immer du beim Schnickschnackschnuck. Aber sonst geht es auch immer nur darum, wer neue Tipps holen geht. Versuch dich nicht rauszureden. Einer für alle. Und das bist heute du. Rufus, was treibst du hier? Es gibt eine Planänderung. Die Aufstiegscodes bleiben bei Goal. Du stellst dich gegen den Widerstand? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf der Titelseite des Blattes, das sich soeben gewendet hat. Was zum... Ladehemmung? Tja, Pech gehabt. Oder so. Rufus? Ah, sehr gut. Du hast es alleine geschafft. Komm mit, es ist noch nicht vorbei. Warte mal. Aber, Goal, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Naja, wollen wir nicht warten, bis du wieder in Form bist? Na, was soll's. Du musst dich dringend rasieren. Komm. Ha! Geh! Es ist vollbracht. Ich hab doch gesagt, dass... Doc, warum seid ihr noch gefesselt? Lady Goal sollte euch doch befreien. Hat sie aber nicht. Sie ist durch das Portal in die Zukunft entwischt. Sie ist was? Kein Problem. Krawall Goal ist noch draußen, in Liebolds Körper. Sie wird Lady Goal zur Vernunft bringen. Das war nicht Krawall Goal. Das war die Reinigungsdatasette für meinen Videorekorder. Die anderen beiden Goals stecken noch in der Maschine. Liebold hat nicht mal ein Implantat. Aber die Fernbedienung... Ach, du dicker Vater. Das hieße ja... Rufus! Was hast du mit Galef gemacht? Und mit Liebold? Der Arme ist ganz verstört. Eine Verwechslung. Hey! Goal, was soll das? Es tut mir leid, Rufus. Ich fürchte, ich muss noch eine weitere Änderung an deinem Plan vornehmen. Hä? Was für eine Änderung? Ja, es ist auch kompliziert, wie alles, was mit dir zu tun hat. Du verursachst nichts als Chaos. Aber dafür bin ich nicht gemacht. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Oh, komm schon, was soll denn das jetzt? Mach auf! Bemühe dich nicht. Die Tür bleibt verriegelt. Ich brauche ein bisschen Vorsprung, wenn ich Cletus finden will. Cletus? Wovon redest du bloß? Wir wollten doch zusammen nach Elysium. Die Welt retten und so. So einfach ist das aber nicht, Rufus. Du kannst nicht alle im Stich lassen und gleichzeitig der Held sein. Es ist unmöglich. Unmöglich ist mein zweiter Vorname. Genau. Es reizt dich, nicht wahr? Du willst immer das Unmögliche. Darum wirst du auch immer unzufrieden bleiben. Du kannst nicht mit nach Elysium, Rufus, weil du Deponia in dir trägst. Mach es gut, Halden, Baby. Aber, Moment. Wie bereden wir die halt jetzt? Aber Cletus ist ein Schnösel. Cletus ist kein schlechter Mensch, Rufus. Zumindest nicht schlechter als ich. Und bestimmt nicht schlechter als du. Ich bin 1000-mal besser als dieser Lackaffe. Zumindest willst du das sein. Ich habe dir verziehen, dass du mein Bewusstsein gespalten hast. Dass du mich angelogen hast. Dass du mich immer wieder in Gefahr gebracht hast. Und ich habe Cletus verziehen, dass er meine Erinnerung löschen wollte. Jetzt musst du mir verzeihen. Aber was ist mit deiner Operation? Wir müssen dich doch wieder zusammensetzen. Wozu? Damit die Zweifel wiederkommen? Nein, danke, Rufus. Aber wir wollten doch zusammen die Welt retten. Das gilt vielleicht für Krawall Goal und Baby Goal. Aber ich bin weder so naiv noch so abenteuerlustig. Ich will einfach nur nach Hause, bevor es zu spät ist. Aber ich will doch mit dir nach Elysium. Willst du das wirklich? Ich weiß, dass du etwas beweisen willst, weil du im Schrott aufgewachsen bist, weil nie jemand an dich geglaubt hat. Aber würde es dir wirklich gefallen, dein Ziel zu erreichen? Keine Abenteuer mehr? Keine weiteren Pläne? Ich glaube nicht.
Aber wo ist das Problem? Warum können wir nicht einfach Deponia retten und trotzdem zusammen nach Elysium gehen? Weil es sich gegenseitig ausschließt, Rufus. Tut es nicht? Ich weiß, dass ich das hinkriege. Du weißt eben noch nicht alles. Hast du dich jemals gefragt, warum Deponia gesprengt werden soll? Was hat denn das damit zu tun? Einfach alles. Elysium ist nicht das Paradies, für das du es hältst. Es ist nur ein Vehikel, ein Raumschiff, um Deponia ein für alle Mal hinter sich zu lassen. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Aber Utopia ist fern. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, genug Energie zu erzeugen, um Elysium dorthin zu katapultieren. Die Sprengung Deponias. Was war das? Elysium ist... Was? Ein Raumschiff? Hast du es jetzt endlich verstanden? Wenn Deponia nicht zerstört wird, wird Elysium bald zurück auf den Planeten stürzen. Wir können nicht ewig ohne einen Heimatplaneten leben. Aber Deponia ist kein Ort, um zu leben. Das wissen wir beide. Wow. Okay. Elysium ist also ein Raumschiff. So ist es. Die Väter bauten Elysium, um Deponia zu evakuieren. Um auf Utopia, dem nächsten bewohnbaren Planeten, noch einmal von Neuem zu beginnen. Leider reichte der Platz nur für einige wenige. Sie konnten nicht alle mitnehmen. Was ist denn so toll an diesem Utopia? Es gibt frisches Gras, blauen Himmel, klares Wasser. Kurz, es ist nicht Deponia. Warum passiert das alles jetzt? Elysium wurde nicht konzipiert, um ewig in der Atmosphäre zu schweben. Der Organon hat Jahrzehnte gebraucht, um die nötigen Sprengtürme zu bauen. Sie sind um den ganzen Planeten verteilt. Nun ist alles bereit. Ulysses' Leute haben den Zeitplan eingehalten. Elysium muss jetzt starten. Andernfalls wird es auf den Planeten zurückfallen. Was wäre, wenn der Ältestenrat wüsste, dass Deponia bewohnbar ist? Ich weiß es nicht. Ein Teil von mir hat immer geglaubt, sie würden die Sprengung abblasen. Aber das war die naive Goal. Okay, ich glaube, ich habe alles verstanden. Aber... Was aber? Aber es muss doch einen Weg geben. Es gibt sogar zwei. Einer führt nach Elysium und von da aus weiter nach Utopia. Der andere Weg endet hier auf Deponia, wenn wir ihn denn überleben. Ich habe mich entschieden, Rufus. Jetzt bist du an der Reihe. Dann nimm mich mit nach Utopia. Und die Sprengung Deponias zulassen? Das willst du doch nicht wirklich, Rufus. Es steckt zu viel Gutes in dir. Die wenigsten sehen das. Aber du könntest niemals so skrupellos sein. Und wenn doch, was unterscheidet dich dann noch von Cletus? Ach, ich pfeife auf Deponia. Hauptsache, ich bin bei dir. Das nehme ich dir nicht ab. Dann lass uns zusammen Deponia retten. Ich habe es dir doch erklärt. Deponia zu retten wäre das Aus für Elysium. Es würde als weiterer Müllberg auf dieser Müllhalde von Planet enden. Aber ich kann so nicht leben. Wer könnte das besser verstehen als du, Rufus? Dann wird es halt etwas Arbeit, na und? Ich habe mich entschieden, Rufus. Es tut mir leid. Es muss doch eine Möglichkeit geben, beides zu vereinen. Vertrau mir, ich krieg das hin. So wie du mich auch wieder hingekriegt hast? Ich will doch nur eine zweite Chance. Du hattest deine Chance, Rufus. Deponia hatte seine Chance. Manchmal sind die Dinge so kaputt, dass sie sich nicht mehr reparieren lassen. Behalt ruhig die anderen zwei Datasetten. Da sind nur Zweifel und naive Ideale drauf. Wo ich jetzt hingehe, kann ich die nicht gebrauchen. Ich muss mich beeilen. Donners Tauchboot wartet. Wenn ich bis übermorgen nicht mit Cletus in Porta Fisco bin, wird es zu spät sein. Viel Glück, Rufus. Aber... Was für eine Frau. Spinnst du? Sie wird uns alle umbringen. Ich finde sie lässig. Vor allem ist sie scheinbar der Teil, der die Aufstiegscodes kennt. Wir müssen sie aufhalten. Aber wir sind eingesperrt. Binde mich erst einmal los, dann fällt uns bestimmt etwas ein. Es gibt immer einen Ausweg. Das musst du mir nicht sagen. Oh.
Oh, grausames Karma, so nah am Ziel war Madame wiedermals zweifelnd zum Opfer gefallen. Und sie ließ Rumpfus mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen. Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja, dann könnt ihr ihn schlecht, denn ein echter Hero kommt erst dann akkurat in Fahrt. Nein, nein, aber get on now! Schon allein wegen, weil muss ja und so. Hussa, weil muss ja und so. Ah, da bist du ja. Bereit zur Jagd? Janosch, wir haben wirklich nicht viel Platz auf dem Kutter und... Ja, es ist wirklich schade, dass ich nicht mitkommen kann. Ich würde auch gern an vorderster Front kämpfen. Scheide an Scheide, wie früher. Weißt du noch? Früher? Naja, wohin? Aber leider ist das unmöglich. Ich habe meine eigene Mission. Und die geht unbedingt vor. Unsere Organisation ist einfach noch nicht groß genug, um es mit dem Organon aufzunehmen. Meinst du? Darum werde ich ebenfalls nach Bordavishko reisen. Ich stehe dort mit einer Gruppe in Verbindung, die sich auch dem Kampf gegen die Unterdrückung verschrieben hat. Die Basage ist bereits gebucht. Wir werden die Widerstandszelle Nord errichten. Direkt unter der Nase des Organon. Was sagst du dazu? Viel Glück. Danke. Eine Bitte hätte ich in diesem Zusammenhang noch an dich. Wenn du in Bordavishko bist, solltest du unbedingt bei uns vorbeikommen. Die Leute werden mit Sicherheit den geistigen Schöpfer der Unternehmung kennenlernen wollen. Mal sehen. Hier, das wirst du brauchen. Was ist das? Wir haben ein neues Klopfzeichen vereinbart. Das alte war ja auch Mist. Du sagst es. Niemand konnte sich richtig merken. Tja, du, Janosch, ich muss jetzt wirklich... Ich weiß, du musst los. Das Abenteuer ruft. Genau. Es ruft halt endlich die Backen, du Torfkopf. Na endlich, wo bleibst du denn? So holen wir das Tauchboot niemals ein. Ist nicht meine Schuld. Ich wurde von einem Stadtstreicher belästigt. Wo soll's überhaupt hingehen? Donner, ich sagte etwas von Portavishko. Also sollten wir dahin. Ich denke, wir sollten erst einmal die Peilung vom Tauchboot aufnehmen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es einen Funkmast auf Isla Obacht. Vielleicht kann ich den Sender so manipulieren, dass unser Sonar die Signatur des Tauchboots erkennt. Und bis dahin ist Donner über alle Berge. Nein, danke. Ich sage Isla Obacht. Boso ist der Kapitän. Und er ist auch für Fisco, nicht wahr? Also, meinetwegen können wir auch zur Polkappe fahren. Hauptsache, ihr einigt euch langsam mal. Genug. Ich entscheide, wo es lang geht. Rufus, das ist nicht die Navigation. Das ist mein Ohrhaarentferner. Oh, wie es aussieht, haben wir hier ein neues Minigame. Hurra! warum bin ich jetzt nicht so begeistert? Ganz einfach, weil ich nicht verstehe, wie das funktioniert und das macht mir Angst. Na gut, für welche der Orte wir uns entscheiden, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!